Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit dem Starterpack des Lego Batman Sammelkartenspiels von Blue Ocean. Und damit hallo zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute mal das Starterpack der Lego Batman Trading Cards von Blue Ocean anschauen wollen. Das ist erstmalig im Mai des letzten Jahres erschienen, als Abschluss einer ganzen Flut von Veröffentlichungen von Blue Ocean. Da gab es ja im Januar wie immer die neuen Ninjago Cards, dann Anfang März die Trading Cards zum aktuellen Drachenzähmen-Film und knapp zwei Monate später dann schon wieder neue Trading Cards, diesmal die hier im Bild zu sehenden Lego Batman Cards. Bei mir persönlich zu dem Zeitpunkt ein bisschen zu viel, denn es ist ja nicht so, dass die anderen Hersteller nicht auch noch parallel einiges veröffentlicht haben. Aber ein paar Karten der Kollektion haben wir ja bereits gesehen. Die lagen ja als Beigabe den im letzten Jahr hier auf dem Kanal vorgestellten Lego Magazin bei. Jetzt gehen wir also mal den Rest der Kollektion an, denn ich finde, Lego Batman hat nichts von der Aktualität eingebüßt. Das kann man eigentlich immer sammeln. Vorteil ist, ein knappes Jahr später sind die meisten Produkte deutlich günstiger. Nachteil ist, man kommt nicht mehr so einfach an alle Limited Edition Cards wie zur normalen Laufzeit der Kollektion. So, das aber genug an Vorworten. Jetzt wollen wir uns das Starterpack anschauen. Wir fangen zunächst mal oben an. Ihr seht, rechts steht der Preis mit 8,99 €. Links ist das erste Extra erwähnt, die limitierte Goldkarte Nummer 1. Dann ein Booster mit 5 Karten werden wir finden, den üblichen Sammelordner, Kartengalerie, Spielregeln und Tipps sowie eine Super XXL Folienkarte, die wir hier vorne drauf auch schon abgebildet sehen. So, Blick auf die Rückseite, da gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu sehen, denn die ist komplett transparent. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das hier unten aufgezogen kriegen. So, dann haben wir alles draußen, was wir brauchen. Das ist die Rückseite unseres Sammelordners mit dem zweiten Teil der Checkliste. Schnappen wir uns einfach mal die Vorderseite noch dazu. So sieht sie aus. Und dann der Blick auf den ersten Teil der Checkliste, die ich euch mal ein bisschen näher hole. Da haben wir zunächst die Superhelden. Dann darunter die Superschurken, unten die Justice League Karten. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit den Mighty Micros, den Aktionskarten, den Fahrzeugkarten, Puzzlekarten gibt es wieder. Dann da unten ganz besondere Joker-Karten, die stärksten Karten überhaupt in der Kollektion. Und 20 limitierte Karten gehören zu dieser Kollektion. So, einmal nochmal alles in einem Bild vereinigt. Dann haben wir hier unseren großen Spielplan. Den zeige ich euch mal zugeklappt. Dann kriege ich ihn nämlich ins Bild. Und auf der Innenseite sieht er genauso aus. Dann haben wir hier unser Sammlermagazin mit den Spielregeln. Nochmal die Übersicht aller limitierten Karten, diesmal mit Bild. Da unten haben wir die Mighty Micros und die Joker-Karten vorgestellt. Dann wird hier grundsätzlich links der Aufbau der Karten erklärt, anhand der Superhelden- und Superschurken-Karten, links unten die Aktionskarten und daneben die Fahrzeugkarten. Rechts finden wir die Spielregeln. Und das Ganze geht hier unten noch weiter, so dass ihr, wenn ihr das alles studiert habt, genau wisst, wie man das Ganze spielt. So, und wie man es von Blue Ocean kennt, finden wir dann eine ganz große Kartengalerie als Poster. Das wird ehrlich gesagt schwer, die einmal komplett ins Bild zu kriegen. Aber so einigermaßen müsste es passen, wenn wir die in so kleinen Etappen durchschieben. Ups, da fällt sie schon wieder vorne zusammen. So, der nächste Teil.
Und dann hier unten noch der Rest mit den Limited Edition Cards und den Joker Karten. Und das ist also das große Poster. Zusammengefaltet haben wir dann hier noch die Rückseite dieses Sammlermagazins, auf dem die Puzzlekarten nochmal erklärt werden. Auf den Nachbestellservice wird hingewiesen. Der kann bereits seit September 2019 in Anspruch genommen werden. Dann haben wir hier, wie wir es von Blue Ocean kennen, die Sammelmappe nochmal extra eingeschweißt. So, nachdem ich die Öffnung in der Plastiktüte gefunden habe, holen wir die auch mal raus. Und können dann natürlich, na, hier oben ist schon so ein leichter Knick drin, der war schon fast zu erahnen. Nachdem die Checkliste so leicht geknickt war, aber das nehmen wir jetzt erstmal einfach so hin. Gucken wir mal, dass wir das da trotzdem reinkriegen. Ihr seht, das hier oben meinte ich, hier war schon ein leichter Knick drin. Da konnte man schon erahnen, dass dieses Starterpack im Laufe der Zeit ein bisschen was mitgekriegt hat. Das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn man sich später erst an die Kollektion wagt. Man hat nicht mehr so viel Wahl. Im Laden zwischen den Packs und erwischt dann gegebenenfalls eins, was ein bisschen was mitgemacht hat in der Zwischenzeit. Aber das ist gerade noch so im Rahmen des Tolerierbaren. Wichtig ist, dass unsere Karten nicht beschädigt sind und das hoffe ich mal, dass das der Fall ist. Zu denen kommen wir nämlich jetzt und wir beginnen mit der XXL-Karte und das ist die von Ultra Superman. Richtig schön hellblau funkelnder Hintergrund. Dann haben wir noch unsere kleine Limited Edition. Das ist die Nummer 1. Und wie sollte es da anders sein? Beim Namen der Kollektion muss das natürlich Batman himself sein. Auch die wunderbar gestaltet mit dem goldenen Rahmen und dem funkelnden Klötzchenmuster im Hintergrund. Und hier ist unser erster Booster mit Superman und Flash vorne drauf. Blick auf die Rückseite, 5 Sammelkarten für dich. Also das Ganze ohne Barcode, denn das muss ja nicht über die Kasse gezogen werden, dieses Päckchen. Und der Blick auf das, was uns in dieser Lego-Batman-Serie Nummer 1 erwartet. An Standardkarten 79 Charakterkarten, 18 Mighty Micro, 27 Aktionskarten, 18 Fahrzeugkarten, 18 Puzzlekarten und die Spezialkarten, von der es jeweils eine in jedem Booster gibt, sind die 19 Holofolienkarten, 9 Justice League-Karten, 4 Joker-Karten. Und in jedem fünften Booster finden wir eine der 10 Ultra-Karten. 202 Karten sind es insgesamt. 5 Karten pro Booster. So, und wir fangen mal rückwärts an. Mit dem Joker geht es direkt los. Dann haben wir The Atom. Dann unsere erste Aktionskarte mit dem Superatem. Dann eine weitere Aktionskarte mit Batarang. Und unsere Specialkarte ist das Team verrückt. Und die sieht auch mal richtig heiß aus. Schöner Holo-Effekt im Hintergrund. Und wie es der so beschriebene Effekt dadurch schon erahnen lässt, ist das eine der 19 Holofolienkarten. Ja, und damit habt ihr alles im Bild, was in diesem Starterpack des Lego Batman Trading Card Games oder wie es Blue Ocean passenderweise auch mal auf Deutsch überall draufgeschrieben hat, des Lego Batman Sammelkartenspiels enthalten ist. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr und ich denke für alle Lego und alle Fans des DC-Universums ohnehin ein Muss. Eure Eindrücke zu dieser Kollektion, also zumindest zu dem, was wir bisher schon gesehen haben, gerne unten in die Kommentare. Die anderen Produkte werde ich euch dann auch so nach und nach vorstellen und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, am Pressekiosk werdet ihr sie, wenn nur noch vereinzelt finden, aber online
Online werden sie noch reichlich angeboten. Von daher kein Problem, sich mit Karten dieser Kollektion zu versorgen. Was da noch so an Produkten auf euch wartet, seht ihr wie gesagt in den nächsten Videos zu dieser Kollektion. Wer sie nicht verpassen möchte, sollte sich auf jeden Fall das kostenlose und unverbindliche Kanalabo sichern, denn dann könnt ihr euch mit dem Aktivieren der Glocke benachrichtigen lassen, sobald ein neues Video online geht. Für dieses würde es mich noch freuen, wenn ihr mir zum Abschluss noch ein Däumchen nach oben da lasst, wenn ihr bisher nicht geliked habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.